Moin moin, ich bin's, euer Flatti. Dieser Rülpser kam eben gerade erst zustande, weil ich vorhin ein Döner gegessen habe. Und vom Döner kriege ich sehr gute Rülpsattacken. Aber das Döneressen wollte ich euch nicht antun, sondern was ich euch jetzt antue, ist was ganz Besonderes. Heute muss ich mal ausnahmsweise Schleichwerbung machen, weil ich von dem Produkt selber sehr angetan bin. Also das hier ist Mountain Dew. Mountain Dew dürfte in Deutschland relativ wenig bekannt sein. Also die größte Bekanntheit dürfte es durch South Park erlangt haben, als Cartman davon Flitzekacke bekommen hat. Und ich muss sagen, Mountain Dew verursacht schon einige Magenprobleme, wenn man zu viel davon trinkt, aber so ein oder zwei Flaschen am Tag bereiten dem Magen keine Probleme. Und jetzt möchte ich das Mountain Dew leer trinken und dadurch Rülpsattacken bekommen. Na gut, so viel auf einmal kann ich jetzt nicht trinken. Es ist nur eine halbe Liter Flasche. Ich wollte es nicht wieder so übertreiben wie bei der Billig-Cola. Oh, der war verhindert. Ich glaube, ich habe einen leichten Kohlensäurestau. Also der Döner hat mich richtig satt gemacht und jetzt noch Mountain Dew hinterher. Ich glaube, es werden gleich noch bestimmt noch ein paar Rülpsattacken kommen. So, die Flasche ist jetzt leer. Kann man aber leider nicht so sehen, weil die Flasche in so einer giftgrünen Farbe ist. So, eine Pfandflasche mehr für mich. Okay, die Rülpser stecken erstmal fest. Mal schauen, ob gleich noch welche rauskommen.
Boah, ich merke voll, wie der Kohlensäurestau sich langsam auflöst. Es kommt kein guter Rülpser raus, sondern immer so eine mittelmäßigen. So. Boah, der letzte Rülpser wäre fast schief gegangen. So, ich glaube, jetzt kommen keine Rülpser mehr. Also glaube ich mal, an dieser Stelle beende ich jetzt das Video.